Hallo liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Hallo Andreas, ist der Ton in Ordnung? Jetzt ist besser, oder? Hallo Spotty. Also, worum soll es heute gehen? Ich möchte einfach ein paar Gedanken bei einer Pfeife. Bei einer Pfeife loswerden und auf ein aktuelles Thema vom lieben Ed aufmerksam machen. Und zwar hat der liebe Ed gefragt, wie entwickelt sich die Pfeifenszene? Sind wir alle etwas abgehoben oder nicht? Da muss ich sagen, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, mein Vater war auch Pfeifenraucher und der hat einen Tabak geraucht. Ja, mein Vater hat zum Beispiel diese schöne Big Ben geraucht, also die stammt aus seinem Besitz und ist inzwischen schon 30 Jahre alt. Gefüllt habe ich sie heute mit dem Dürninger Danish. Der Tabak sagt über sich Folgendes aus: Eine Mischung aus samt schwarzem Black Cavendish und goldgelben Virginias mit einem Hauch von Lakritze, Honig und Vanille. Der Tabak soll sanft und weich im Geschmack sein. Ja, mein Vater hat immer nur ein Tabak geraucht. Den gibt's heutzutage gar nicht mehr. Das war ein Kirscharomat. Und da muss ich unserem lieben Ed schon recht geben. Die Pfeifenraucher, die wir von früher so kennen, die haben ihren Standard-Tabak gehabt, haben den an jeder Lotto-Totto-Bude erhalten und waren damit eigentlich glücklich. Und ich persönlich habe früher immer gedacht, zum Pfeiferauchen gehört ja auch nicht mehr dazu, wie Pfeife, Tabak, Stanwell könnte man sagen. Nein, es ist einfach so, Pfeife rauchen macht für mich die Vielfalt aus. Ich möchte nicht jeden Tag den gleichen Tabak rauchen, sondern ich möchte sagen, heute rauche ich was Aromatisches und nachher, wenn ich noch Lust habe auf eine weitere Pfeife, dann rauche ich was Naturbelassenes. Oder nach einem kräftigen Essen möchte ich einen kräftigen Tabak, der einfach ein wenig Charakter hat. Ein bisschen Burley. Und das ist einfach das, was für mich das Pfeiferauchen einfach so abwechslungsreich macht. Aber ich kann von mir aus sagen, wir Pfeifenraucher zumindest. So empfinde ich es, sind gar nicht so abgehoben. Natürlich werden die Pfeifenraucher immer seltener, die sich an einem Tabak festhalten. Aber ich möchte mit euch hier darüber diskutieren. Was haltet ihr von diesem Thema? Seht ihr es genauso? Hallo Fred, ich hoffe, das Wetter in Kalifornien ist schön warm und Frankie
Willkommen im kleinen Livestream. Ja, ich möchte mich über das Thema mit euch austauschen. Sind wir Pfeifenraucher echt abgehoben? Zu dem Tabak kann ich sagen, den habe ich jetzt das zweite Mal in der Pfeife. Für jeden Aromatenliebhaber ein echter Hochgenuss. Er ist nicht zugekleistert mit Aroma, macht Spaß zu rauchen. Lakritze ist deutlich schmeckbar. Von der Vanille und vom Honig merke ich jetzt erstmal in den ersten Zügen nichts, aber man merkt, dass der Tabak eine gewisse Süße hat. Ja, Frankie, der Meinung bin ich auch. Die Vielfalt einer Tabakbar hat schon was und ich denke, jeder kann so seine Top-Tabake herausfinden. Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass die Tabake bei mir inzwischen wieder weniger werden. Ich konzentriere mich so auf so ein bis vier Tabake, die immer ständig bei mir da sein müssen. Und ich denke einfach, die Überflut an Tabake, die wir früher hatten, war schon heftig. Also ich sag mal natürlich, musste man die Tabake alle durchprobieren, die so vorgestellt worden sind. Und irgendwann hat sich das schon eingependelt. Von daher denke ich schon, dass jeder so seine vier bis fünf Lieblinge hat, denen er treu bleibt. Ja, Frankie, das Beispiel mit der Eisdiele finde ich einfach herrlich, weil nicht jeder, der Eis mag, steht auf Schokolade oder Erdbeere. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man den Kindern sagen müsste, du kriegst heute nur Schokolade, wenn das Kind gar nicht auf Schokolade steht, sondern lieber Erdbeere mag. Zum Beispiel, mich persönlich hättest du jagen können mit der Geschmacksrichtung Joghurt. Inzwischen finde ich es sehr erfrischend. Und genauso finde ich es auch, wenn man nur sagen würde, es gibt nur Latakia. Ich bin zwar einer, der Latakia ganz gerne mag, aber es gibt Pfeifenraucher, die mögen Latakia gar nicht. Und von daher denke ich, die Vielfalt, die es gibt, ist einfach nur gigantisch und jeder sollte für sich das Passende heraussuchen. Das Einzige, was mich an dem Thema stört, dass die Firma McBaren immer so negativ dargestellt wird, weil viele vergessen, dass es wunderbare Tabake von der Firma McBaren gibt. Ich nenne da als Beispiel mal den Navy Flake, den ich persönlich sehr gerne rauche und dies ist in meinen Augen ein perfekter Einsteigertabak. Ich denke, 4 bis 5 Tabake sind so das, was man sich so vorstellen könnte. Und diese Tabake kann man auch pflegen. Andreas, ich denke, Pfeife rauchen ist mehr wie ein Hobby. Für mich ist es Philosophie. Ich kann bei einer Pfeife wunderbar entspannen. Das ist wie mit anderen Hobbys. Andere fotografieren oder malen und können sich da in Gedanken verlieren. Ich verliere mich gerne bei einer Pfeife. Man kann wunderbar darüber na nachdenken. Und ich denke, jeder findet auf dem deutschen Tabakmarkt die ideale Tabakmischung für seinen Geschmack.
Ob daraus eine hohe Wissenschaft gemacht wird, kann ich so noch gar nicht beurteilen. Aber ich gebe dir recht, dass in letzter Zeit über bestimmte Tabake und Tabakhersteller einfach viele Videos gedreht worden sind und man hat die altbekannten Tabake einfach hinten runterfallen lassen. Zum Beispiel, wenn ich mir angucke, der Dark Twist von Mac Baren, der eigentlich in jeder gut sortierten Lotto- und Tabaksbude erhältlich ist, bietet so viel charakterische Züge, die ein Pfeifenraucher wertschätzt, dass man diesen Tabak nicht vernachlässigen sollte. Hallo Sean, willkommen im Stream. Ja, ich kann dich lesen. Aber nun möchte ich euch zu dem aktuellen Tabak mal das Tabaksbild zeigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Hell und auch ein paar dunkle, also überwiegend dunkel mit ein paar hellen Einschlüssen. Er lässt sich prima in die Pfeife stopfen und nimmt auch bequem Feuer. Wenn man nicht so viel reden würde, klar, würde die Pfeife auch durchbrennen, aber ich denke, dadurch, dass er so leicht aromatisiert ist, macht es nichts, wenn man den wieder anzündet. Was mir bei den Hype so oder bei den vielen Diskussionen aufgefallen ist, dass es halt immer in eine Richtung gegangen ist. Ob das jetzt HU war bei bestimmten Themen oder dann Tabak aus Kiel. Die Tabake sind alle nicht schlecht und bestimmt für den einen oder anderen Pfeifenraucher auch die Passion schlechthin. Aber ich denke, wie gesagt, man soll auch mal gucken, was man, man soll auch gucken, welche Tabakhändler schon lang auf dem Markt sind. Und ich denke, Mac Baren ist zum Beispiel ein Händler, der in Deutschland schon ewig auf dem Markt ist. Also ich kenne den schon seit ich überhaupt Pfeife rauche und auch mein Vater, der jahrelang Pfeife geraucht hat, konnte mit der Firma Mac Baren auf jeden Fall was anfangen. Zum Beispiel die Mixture von Mac Baren, die ist vielen älteren Pfeifenrauchern auf jeden Fall ein Begriff. Tom, hast du den Cube schon probiert? Ich als Aromaten-Fan bin mit dem Cube persönlich nicht ganz warm geworden. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass der Tabak, dass der Tabak schlecht ist, sondern mein Geschmack hat er nicht wirklich getroffen. Ich denke, die Tabake, die darin verarbeitet sind, sind sehr hochwertig, weil die gehen in die Richtung, soweit ich es in Erinnerung habe, von der Halberg-Schiene. Aber für mich war dieser Tabak einfach geschmacklich nicht meine Welt.
Ja, der Errenmohr ist natürlich ein wunderbarer Tabak, obwohl ich selber die Ananas dieses Tabaks nie geschmeckt habe. Ich finde auch, wir Pfeifenraucher haben natürlich mit den Pfeifenmessen, die es gibt in Lohmer und in Speyer, immer genug Möglichkeiten, uns gegenseitig auszutauschen und dort auch uns andere Meinungen zu holen oder auch hier über YouTube einfach mal über bestimmte Dinge zu quatschen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute einfach auch mal einen Livestream, um direkt auf eure Reaktionen zu reagieren. Fred, jetzt bin ich erleichtert. Ich habe schon gedacht, an meinem Geschmackssinn hätte sich was Schlechtes entwickelt, weil alle haben gesagt, da muss ja Ananas drin sein. Andreas, ich gebe dir recht. Früher war der Spontankauf auch viel leichter. Wenn du heute in einen Tabakladen gehst, dann steht außer Rauchen ist tödlich oder Rauchen fügt ihren Menschen in der Umgebung Schaden zu, steht ja nicht mehr viel drauf. Es ist, früher konnte man zu seinem Tabakhändler sagen, geben Sie mir mal die Dose, man hat sie rumgedreht. Hat eine wunderbare Beschreibung vorgefunden und konnte dann feststellen, ist der was für mich oder nicht. Ja, beim Spontankauf von Pfeifen, da spielt das Auge natürlich eine Rolle, weil entweder springt mir die Pfeife von der Form und von der Beschaffenheit gleich ins Auge, sodass ich mich in sie verliebe, oder nicht. Und ich denke, Pfeifen kaufe ich persönlich auch lieber beim Händler vor Ort. Da kann ich die Pfeife in Augenschein nehmen, natürlich. Bieten die großen Tabakhäuser auch die Möglichkeit, die Pfeifen problemlos zurückzuschicken. Aber bei Pfeifen habe ich sie lieber einfach in der Hand. Das mit dem Emblem ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Muss ich mal beim nächsten Besuch im Tabakladen echt drauf achten. Ja, Frankie, ich gebe dir recht. Die Sache mit McLaren hat mir auch zu denken gegeben. Vielleicht wird sich unsere Tabakherstellungsfirma oder die ganzen Firmen, die es nur noch bald gibt, werden weniger. Ich denke auch über kurz oder lang wird es sich auf ein paar reduzieren. Aber Tabak, denke ich, wird es immer geben.
Denn von der Bundesregierung ist die Tabaksteuer noch die Steuer, die am meisten Geld einbringt. Ich persönlich bin sowieso geheilt von dem Thema, Tabake in den USA zu bestellen. Nachdem ich jetzt in letzter Zeit, erstens sind meine Bestellungen teilweise nicht durchgegangen und zweitens habe ich schon so viel Zoll bezahlt, irgendwann bin ich kuriert. Und hier in Deutschland mit DTM, HU und auch anderen Tabakmanufakturen, so Falcum stellt gute Tabake her oder ich mag auch zum Beispiel John Elsbury Tabake. Die naturbelassenen Tabake von John Elsbury finde ich alle sehr rauchbar. Natürlich alles nur Geschmackssache, aber ich denke, auch über John Elsbury Tabake findet der Pfeifenraucher was für seinen Geschmack. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, ob John Elsbury Tabake von Kohlhase und Kopf sind. Aber das werde ich mit Sicherheit recherchieren und im nächsten Video werde ich dazu noch ein Statement abgeben. Aber kann schon sein, dass John Elsbury Tabake von Kohlhase und Kopf sind oder sogar von Planter. Der Sache bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch Hälfte-Hälfte geteilt, da bin ich mir nicht sicher. Also bei dem einen Tabak, wo ich von John Elsbury hatte, war ich sogar der Meinung, dass der von Planta war. Ja, das ist ja auch so eine Diskussion. Planter, Pöschl. Ich persönlich habe auch von Pöschl schon Tabake geraucht, die mir wunderbar geschmeckt haben. Der Royal Exklusiv, ich glaube, der heißt jetzt Royal Nummer 1. Der Cube Cut in Richtung Milchschokolade und Weißwein. Also zumindest hatte ich das immer geschmeckt. Der hat mir besonders gut geschmeckt. Und ich denke, jeder soll das rauchen, was ihm schmeckt. Also ich finde, einen Tabak zu verurteilen, nur weil er von einem bestimmten Hersteller kommt, finde ich persönlich nicht gut. Ja, dass jeder nicht immer das Gleiche schmeckt, das hat man jetzt ja festgestellt bei dem aktuellen Video, was der Etienne gestartet hat. Ein Tabak, vier Meinungen. Und ich fand es persönlich sehr interessant, was da so Geschmacksunterschiede hervorgekommen sind. Und von daher denke ich, es ist alles Geschmackssache und es macht Spaß, was die anderen so an Geschmäcker herausschmecken. Das ist ja das Gleiche wie die Diskussion, mit was sollte man sich seine Pfeife entzünden. Es gibt welche, die schwören auf Streichhölzer, andere auf Old Boys oder wieder andere benutzen Zippo.
Also ich persönlich bin weg von den Streichhölzern, weil ich es persönlich für mich von der Handhabung her einfach nicht so ideal finde. Aber mit Zippo und Oldboy oder anderen Feuerzeugen habe ich überhaupt keine Probleme. Und Geschmacksveränderungen beim Zippo habe ich persönlich auch noch nicht festgestellt. Der Meinung bin ich auch, denn naturreine Tabake, glaube ich, kann man gar nicht rauchen. Ja, aber auch in einem puren Perique muss irgendwas noch drin sein, weil ich denke, sonst würde das gar nicht gehen. Der würde, glaube ich, sonst auch selber kein Feuer annehmen. Karo kenne ich nur als Zigarettenmarke. Stimmt, in so einer orangenen Dose kann das sein. Karo-Kaffee, der Kinderkaffee, oder wie war der Werbespot? Alle wichtigen Vitamine braucht der Mensch. BASF. Malz trinke ich lieber als Bier. Was ich heute mal wieder ausgegraben habe, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ist dieses Buch, das ich mir mal gekauft habe. Der Traum vom Pfeiferrauchen ist schon ein wenig älter, macht aber Spaß, sich über die Ursprünge des Pfeiferrauchens zu informieren. Vor allem, weil hier noch D-Mark-Preise teilweise drinstehen und so wie die Anfänge so waren der einzelnen Firmen, finde ich es sehr interessant. Vor allem, weil es auch tolle Seiten über Rainer Barbie und Petersen-Pfeifen ging. Und von daher macht es ab und zu schon Spaß, in so einem schönen Buch über das Thema Pfeife rauchen zu lesen und dann sich so seine Gedanken zu machen.
Meinst du jetzt von Petersen Pfeifen? Ja, die Pfeifenpreise haben sich in den letzten Jahren schon drastisch nach oben entwickelt. Also ich muss sagen, als mir mein Vater gesagt hat, dass er für seine teuerste Pfeife damals 35 Mark bezahlt hat, habe ich schon ein bisschen die Ohren angelegt. Also ich sag mal, für 35 Mark habe ich noch, also was ja dann 15 Euro sind oder 17,50 Euro, habe ich noch keine Krabbeltischpfeife gefunden. Also, was die Preisentwicklung zu Tabaken angeht, da habe ich letzte Woche echt mit den Ohren geschlackert, als ich gelesen habe, der von Rote Verpackung, Reiner Virginia, der Orle Golden Slice, 100 Gramm, 22,90 €. Da dachte ich schon, ja, wie entwickeln sich die Preise weiter? Ja, der Orle Golden Slice ist ja kein schlechter Tabak. Für mich einer der schönen, wenn ich puren Virginia rauchen will, ist der Orle Golden Slice die Nummer 1, die ich mir in die Pfeife stopfe. Aber ich sag mal, bei den Preisen muss ich sagen, da wird Pfeife rauchen langsam zum Luxusartikel. Ja, also klar, aber ich denke, andere trinken gern einen schönen Rotwein oder investieren das Geld in Whisky. Ich rauche zwar gerne Pfeife und mag auch die Vielfalt. Ich denke aber, jeder geht seinem Hobby nach und wenn das Pfeife rauchen das Hobby ist, was uns Spaß macht, dann müssen wir auch dieses Geld investieren. Ich glaube, mein Vater hat damals für die Dose Tabak 5 Mark bezahlt oder sogar nur 3 Mark. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil den Tabak, den er immer geraucht hat, den gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, der einzige Tabak, der aus dieser Zeit wirklich so überlebt hat, war der Black Luxury. Und den kann ich persönlich nicht rauchen.
Hallo Peter, willkommen im Stream. Ja, der Rum and Maple, den habe ich persönlich auch schon geraucht. Aber bei dem kann ich zum Beispiel, in meinen Augen, kann ich immer nur eine halbe Pfeife rauchen, weil dann verfliegt das Aroma für mich. Also da habe ich es in letzter Zeit nicht geschafft, die Pfeife komplett durchzurauchen. Die Alternative vom Orly Golden Sliced als Empfehlung vom Ronny, der 300 von einem Pfeifenladen in Berlin, müsste ich persönlich mal testen, ob er wirklich an diesen Tabak rankommt. Ob der besser ist, das kann man ja so generell nicht sagen, weil das ist ja alles Geschmackssache. Ja, den hatten wir schon, Andreas. Er hat dir nicht wirklich geschmeckt. Der Mac bei Ren Harmony war doch der mit Burley, wo der Burley halt so hoch war. Ich persönlich habe für mich meinen bevorzugten Burley gefunden beim Tabakhaus Falcum. Die Nummer 21, Tala Cream House 21. Für mich einer der besten Burleys mit Virginia. Da geht für mich nichts drüber. Hallo Marc, ja, ich glaube auch, dass, also das habe ich vor einiger Zeit schon gelesen, dass dann Hiltabake eingestellt werden sollen, aber so richtig ein endgültiges Ergebnis habe ich noch nicht herausgefunden. Ja. Peter, jetzt kommt es drauf an, welchen Haha-Tabak meinst du? Weil ich sag mal, den Haha Pure Virginia würde ich persönlich gar nicht vergleichen mit dem Orly Golden Kleist. Und auch der Hamburger Fairmaster geht für mich in eine andere Richtung. Ja, zu Virginia Flakes kann ich sagen, der Mac Baren Haha Pure Virginia ist bei mir auch ein sehr gern gesehener Gast in der Tabaksbar. Den Harmony muss ich einfach mal wieder bestellen, um mir darüber ein genaueres Urteil bilden zu können. Der Jermaine's Latakia Flake war mein Einstieg in die Latakia-Serie. Also ich sag mal, als ich das erste Mal die Dose geöffnet habe,
dachte ich, ich falle rückwärts um. Aber die Cremigkeit, die dieser Tabak beim Rauchen entwickelt, finde ich einfach nur herrlich. Mich persönlich hat der Royal Yacht nicht so vom Hocker gerissen. Ich habe den damals auf der Pfeifenmesse in Speyer probiert und irgendwie war er nicht so meins. Klar, aber das könnte man bei vielem. Dann guten Appetit, Ed. Guten Appetit, Fred. Andere investieren in Rennräder, ich investiere in Rollstuhl. Also ist Rollstuhlfahren auch Luxus. Was ist eigentlich mit dem Jermaine's Latakia Flake? Wird er jetzt eingestellt oder nicht? Ich glaube, ich müsste mir mal wieder ein Döschen besorgen. Dann weiß ich ja, was ich mir in Loma auf jeden Fall mitnehmen muss. Apropos Loma, kommt ihr alle? Dann hoffe ich nur auf gutes Wetter. Sigaworld war übrigens war mein erstes Tabak-Online-Geschäft, wo ich Tabake bestellt habe. Und ich kann euch sagen, die haben eine wunderbare Zigarrenlounge, wo es Spaß macht, sein Pfeifchen oder eine Zigarre zu rauchen. Ja, obwohl ich sagen muss, Zigarre habe ich ja früher auch geraucht, aber irgendwie hat mir das dann nicht mehr geschmeckt und Pfeife ist das, was mich im Moment richtig erfüllt.
Ja, der Navy Flake geht für mich immer, vor allem, weil man den einfach auch wunderbar nebenher rauchen kann. Jetzt gibt es natürlich auch Kritiker, die sagen, die McBaren-Tabake haben alle das gleiche Grundcasing, aber für mich ist der Navy Flake ein idealer Einstieg ins Flake-Rauchen und ich denke, immer mal wieder ein Döschen kann nicht schaden. Ja, wenn Zigarre zu Silvester schmeckt, also ich habe es mal wieder probiert, aber irgendwie nicht meins. Von dem Herbst 84 habe ich persönlich schon viel gehört, aber irgendwie hat es noch keine Pfeifentabakbestellung vom Herbst 84 zu mir geschafft. Vielleicht in Loma, wenn Tom Darasch da ist, dass ich ihn zumindest mal probiert habe. Ja, als persönliche Latakia-Empfehlung fällt mir immer ein, der früher hieß er Raikou Chocolat, jetzt heißt In2B von HU. Das ist für mich ein Latakia-Tabak, der auf jeden Fall immer geht, weil er für mich eine schöne Cremigkeit entwickelt. Ja, ich glaube auch nicht, dass Ed das so gemeint hat, aber ich finde gut, dass er zur Diskussion einfach mal angeregt hat. Der HH Latakia Flake, den durfte ich auch schon testen. Ich bin mal auf dein Urteil gespannt, Tom. Würde mich freuen, wenn du dich danach mal melden könntest, wenn du den probiert hast. Ja, für mich ist wichtig bei einem Latakia-Tabak, dass er nicht nur Latakia enthält, sondern einfach auch ein bisschen Tabakgeschmack noch durchlässt. Und wie gesagt, für mich muss ein Latakia-Tabak Cremigkeit entwickeln. Aber ich muss sagen, nachdem jetzt so die Hälfte der Pfeife rum ist, den Tabak kann man echt rauchen. Brennt euch sonst noch ein Thema, wo wir drüber diskutieren sollten?
Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt wieder aufs warme Wetter, wenn man draußen im Freien im Biergarten sein Pfeifchen genießen kann. Das ist dann doch was anderes, wie wenn man es in den geschlossenen Räumen raucht. Wenn man draußen mit der Pfeife unterwegs ist, das macht einfach richtig Spaß, zumindest mir. Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich euch noch einen schönen Restsonntag wünschen. Was hat der Sean gerade noch geschrieben? Ob jemand am 21.04. nach Miltenberg fährt, Jan Harry Seifert soll da sein. Ja, das ist richtig. Falcom hat ein aktuelles Video online gestellt mit einigen interessanten Terminen, aber ich kann dir aktuell noch nicht sagen, ob das was wird. Ich muss mal abwarten, was noch kommt. Vielleicht gibt sich ja die, ergibt sich ja die Möglichkeit. Jan-Harry Seifert durfte ich ja jetzt schon auf der einen oder anderen Messe persönlich ein paar Worte wechseln. Und ich finde, Jan-Harry Seifert zu treffen, ist immer ein besonderes Erlebnis für mich, weil das ist ein Mensch, der ganz ehrlich und ganz offen zu einem sagt, was er denkt. Ja, Tom, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja, du meinst terminlich jetzt zu nah an Loma, weil ich sag mal, dann sind es, glaube ich, 2 Wochen und dann ist Loma. Klar, so finanziell. Finanziell gesehen ist das schon ein bisschen eng getaktet, aber ich sag mal, man kann sich ja treffen, um. Ja, man kann sich aber doch dort treffen, um einfach gemütlich ein Pfeifchen zu rauchen und sich auszutauschen. Es wird ja keiner gezwungen, eine Pfeife zu kaufen. Ich guck mal, was ich möglich machen kann. Hallo Helmut. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Das wird bestimmt klappen, Helmut. Auf jeden Fall denke ich,
Es ist eine Möglichkeit, um sich einfach schnell mit den Leuten auszutauschen und Themen direkt zu besprechen. Weil ich war am Überlegen, ja, ich möchte eigentlich im Ad eine Videoantwort geben. Und dann dachte ich so, ich könnte es auch als Livestream machen. Weil dann merke ich gleich, wie die Reaktionen sind. Und es würde einfach ein bisschen mehr Interaktion entstehen. Ja, da hast du recht. Macht es. Lass es dir gut gehen. Schönen Sonntag noch, Andreas. Ja, gibt es noch ein Thema, was euch interessiert? Der nächste Monatsrückblick kommt jetzt in den nächsten 2 Wochen. Da ich jetzt etwas mehr Luft habe, werde ich jetzt schaffen, einen Monatsrückblick zu machen. Ja, ich habe schon Tabak mit Zigarre drin geraucht und bin aber nicht wirklich warm geworden. Spotty, dir auch einen schönen Sonntag und lass es dir gut gehen. Ja, das ist wirklich so. Also ich hab das geraucht, ich bin aber mit keinem Zigarren-Tabak wirklich warm geworden. Peter, hast du eine Empfehlung für mich an Zigarren und Tabak? Weil ich habe bisher nur
das probiert von Tom Darasch. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zusehen und vielleicht mache ich ja so einen Livestream mal wieder, wenn sich die passenden Themen entwickeln. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und danke für die rege Teilnahme. Zu den Zigarillos kann ich jetzt abschließend noch sagen, ja, mit dem Thema habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Aber ich denke, dann würde ich in das alte Schema wieder reinfallen, dass ich dann vielleicht auch wieder zu den Zigaretten komme und das möchte ich halt einfach nicht. Um deine Frage noch zu beantworten, Mr. Abenato, es kommt halt darauf an, welchen Tabak du rauchst. Aber vielleicht können wir ja die eine oder andere Frage dann über Privatnachrichten oder du schreibst mich mal direkt über YouTube an, dann beantworte ich dir gern die eine oder andere Frage, weil ich denke, das wird etwas ausführlicher. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, I spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.